erstmal einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zum heutigen Vlog. Heute in einer kleinen anderen Kulisse. Wir sind nämlich schon auf dem Weg zum Arzt. Wie ihr wisst, ich habe ja noch meine Porphyrie, also mein Gendefekt. Der muss kontrolliert werden. Jetzt will ich alle 2 Wochen beim Arzt, lasse die Leberwerte checken, generell alle anderen Organwerte. Das gehört für mich dazu, ist wichtig. Den Formcheck habt ihr schon gesehen, die paar Bilder. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwas auszusetzen habt, bitte unten in die Kommentare schreiben, das ist mir ganz wichtig. Jetzt, wie gesagt, gehen wir zum Arzt und dann geht's heute ins Gym für einen Armtag. Also viel Spaß, los geht's. Wir haben jetzt unser Cardio zu Ende gemacht, also wir sind jetzt zum Arzt gefahren, ich habe dort mein Blut checken lassen. Ich hoffe, dass ich die Ergebnisse die nächsten 1-2 Tage bekomme und bin extrem gespannt, wie sich das Blutbild verändert, verschlechtert, verbessert. Es ist bei mir immer, hängt mir sehr, sehr im Genick, wenn ich ehrlich bin. Ich muss extrem aufpassen, was ich mache, gehen wir zu tief mit der Diät, kann sein, dass die Porphyrie wieder ausbricht, ist alles nicht so lustig. Jetzt sind es heute noch 12 Tage bis zum Wettkampf und jetzt langsam merke ich schon, wie die Aufregung steigt. Ich fange an, ganz oft darüber nachzudenken, wie ich die Posen machen muss, wie das mit der Farbe klappt, mit dem Finisher, ob die Posinghose passt. Ich merke jetzt schon, dass ich langsam heiß werde auf den Wettkampf. Ich kenne das schon aus den vorherigen Jahren. Wenn das dann anfängt, dass man sich über so kleine Details einen Kopf macht, dann weiß man, okay, jetzt langsam ist man richtig heiß. Auf der anderen Seite ist für mich unheimlich schwierig, auf diesen Profi-Wettkampf zu gehen, weil es wahrscheinlich der größte in Europa wird, so laut den Veranstaltern, und ich denke, die werden schon wissen, was sie sagen. Wir haben eine riesen Expo, wir haben mehrere Tage Showday und da werden extrem gute Athleten sein und ich habe extrem Angst, den Frack voll zu kriegen, und ich weiß, da sind wirklich sehr, sehr gute Leute. Wie ihr wisst, ich hasse es. Es gibt nichts Schlimmeres für mich als zu verlieren und alles, was nicht Platz 1 ist, ist verlieren. Das wird jetzt eine harte Lektion, die ich lernen muss, aber der Neil sagt auch, du bist der jüngste Teilnehmer, du bist der, der am wenigsten Erfahrung hat, und zwar gar keine, weil du noch nie auf einer Bühne warst, auf einer Profibühne. Ich soll einfach mein Bestes tun und da müssen wir gucken, was bei rauskommt. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass ich dieses Jahr besser in Form sein kann als letztes Jahr. Das war für mich persönlich erstmal wichtig, dass man mir nicht mehr sagen kann, der Sonnenfeld war noch nie richtig in Form. Das ist die andere Seite, die enorm viel Druck macht, aber ich denke, das gehört dazu. Wir sind hier im Leistungssport und nicht irgendwie, wir bauen hier jetzt keine Sandburg oder haben Spaß, sondern hier geht es jetzt um Leistung, um 100%, um Präzision, Disziplin. Und ich denke, das sind alles Attribute, die ich ganz gut einbringen kann. Jetzt muss man einfach gucken, wo ich lande. Ne? Vielleicht finden sie den deutschen kleinen Jungen ja ganz gut oder auch nicht, wir werden sehen. Wir sind in Walldorf angekommen, in meinem treuen Bodybuilding-Studio. Wir machen heute Arme, wie schon gesagt. Und heute habe ich einen Special Guest dabei, und zwar meinen Papa, der jetzt ganz spontan noch gekommen ist, um mit mir zusammen zu trainieren. Wir haben heute 3 Übungen gemacht. 3 Übungen für den Bizeps, damit haben wir angefangen. Erst die Wide Grip mit der normalen Stange, also 8 Sätze waren es, glaube ich, 9 Sätze. Dann waren wir in den Kurzhanteln, da war ich schon sehr, sehr platt, zugegeben. Obwohl ich Refeed-Tage hatte, die letzten 2. Und danach waren wir noch an der SZ-Maschine quasi, an der Scott Curl-Maschine, haben da nochmal 4-5 Sätze gemacht und dann Trizeps, so wie Neil sich das wünscht, an der Straight Bar, also an der geraden Stange. Dann haben wir noch enges Bankdrücken gemacht, was für mich persönlich eine unglaublich geile Übung ist. Ich habe direkte Last auf den Arm,
Ich kann enorm viel Gewicht bewegen. Also die Last auf dem Arm ist wirklich sehr, sehr gut. Im Anschluss, quasi als letzte Übung, haben wir noch einen Supersatz gemacht mit dem Tau, also ganz normale Trizeps-Extensions und Unterhand-Extension, also einfach eine andere Bewegung. Und ich denke, so haben wir nahezu jeden Kopf vom Trizeps einmal gut durchbewegt, durchgepumpt. Ich merke es langsam auch, dass ich ein bisschen schwächer werde, nicht mehr so viel Dampf habe. Also egal, wie motiviert ich bin vom Kopf, mental, es ist trotzdem die Muskulatur, die so ein bisschen nachlässt. Aber wir sind jetzt, keine Ahnung, 12 Tage vor der Show. Das ist jetzt nichts, was außergewöhnlich ist. Ich muss mir da keine Gedanken machen. Im Gegenteil eigentlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das, ohne meinen Mund voll zu nehmen oder zu voll zu nehmen, in Rumänien eine gute Sache wird. Ich glaube, ich kann meine Form aus London noch toppen. Das ist mir das Wichtigste. Und direkt im Anschluss zum Training hatten wir heute ein tolles Fotoshooting mit dem Marvin, dem René, die Katie, die gerade hinter der Kamera steht, und haben sehr, sehr coole Bilder gemacht. Jetzt machen wir noch ein bisschen so Posing-Kram, also Posing-Training, so für die Ausdauer. Ich mache noch so 10, 15, 20 Minuten lockeres Cardio danach zum Durchbluten einfach. Und dann haben wir unseren wohlverdienten Shake verdient. Und zwar gibt es wieder, wie gewohnt, Coco Schoko. Zwei Scoops, das ist ein Traum. Also wer von euch Coco Schoko noch nicht probiert hat oder Eiskaffee, kann ich wärmstens empfehlen. Das sind wirklich unheimlich leckere Geschmäcker. Könnt ihr, ohne Werbung machen zu wollen, aber bei Peak sparen mit dem Code MIKE10, wenn ihr euch auch mal so einen Beutel Whey holen wollt, könnt ihr ein bisschen sparen, außerdem mich unterstützen. Jetzt genug gelabert. Ab ins Training. 3, 2, 1. Let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro. Wisst ihr, wie das beim letzten Mal war? Ich habe mit meinem Vater zusammen Dips gemacht mit dem Brusttraining, was ihr euch unbedingt anschauen sollt. Er hat angefangen, er macht 12 Dips. Da dachte ich mir, okay, machst du den alten fertig, machst du 16. Ich sagte, beim nächsten Mal musst du 19 machen, weil ich habe gerade 18 gemacht. Und dann habe ich vor lauter Frust 26 Stück gemacht, weil ich kann nicht verlieren. Aber der Alte da drüben, der ist schon ganz schön fit, Mann. Kann man gar nicht sagen. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud.
out so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to hit south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? So Leute, wir haben es geschafft. Das Abendtraining ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Heute war trainingstechnisch gefühlt ein sehr, sehr guter Tag. Ich war zwar nicht sehr stark, aber mental und körperlich ging es mir sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Ich habe es gesagt, wir machen ein Gewinnspiel hier auf diesem YouTube-Video. Und zwar gibt es hier den sogenannten X-Tractor von Strongbear. Eine super intelligente Erfindung. Ihr könnt hier in diese einzelnen Kammern eure Proteinpulver reinmachen, eure Aminosäuren, euren Booster, und dann könnt ihr quasi das öffnen und den Inhalt quasi einfach in den Shaker füllen, den ihr danach trinkt, und quasi alles to go mitnehmen. Also wie gesagt, ich mache hier Booster rein, Pre-Work, also Pre-Workout, Intra-Workout, Post-Workout und so weiter. Das ist ein ganz nützliches Ding. Könnt ihr gewinnen? Ich verlinke das unten in der Beschreibung. Und jetzt verabschiede ich mich erstmal nach dem Training. Jetzt gibt es meinen wohlverdienten Shake. Und dann hoffentlich sehen wir uns die Tage wieder. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Video endet oder nicht. Falls es endet, hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Bitte, bitte, bitte immer dabei bleiben. Unterstützt die Athleten. Noch eine kleine Anmerkung. Ihr solltet, wenn ihr Deutsch seid, unbedingt, ganz wichtig, am 9.11. nach Frankfurt kommen. Dort ist die Dennis James Classic. Der beste deutsche Wettkampf, den es wahrscheinlich jemals geben wird, mit über 2000 Zuschauern. Es wird ein Riesenspektakel. Wir haben unheimlich viele tolle Athleten. Wir haben Adolf Burkhardt, wir haben Roman Fritz, wir haben David Hoffmann. Viele, viele mehr. Tim Budesheim wird da sein. Dennis James wird da sein. Markus Rühl wird da sein. Ich komme. Das bedeutet, ich erwarte euch dort. Außerdem, ich darf dort offiziell mein Merch verkaufen, also meine Bekleidung. Das heißt, ihr könnt Winners Never Play Hoodie. Ich kriege eine ganz neue Kollektion mit Zip-Hoodies, Hoodies, ich bekomme Socken und so weiter. Der Waist Trainer, den gibt es dort auch. Und wenn es richtig gut läuft, wenn es wirklich richtig gut läuft, gibt es dort auch eine Portion Cream of Rice für euch. Also jetzt genug gequatscht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Mike.